Heute habe ich einen kurzen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise eine Erfahrung, die ich einfach mache und sehr positiv und wertvoll finde. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Nachbarschaft man wohnt und was man grundsätzlich für ein Verhältnis zu Freunden, Bekannten, Verwandten hat. Aber bei uns ist das so, wir hatten ja, es war ja schnell bekannt, dass wir irgendwie einige Kaninchen haben und auch Meerschweinchen. Und dann haben da wirklich einige hier in der unmittelbaren Nachbarschaft gefragt, was sie denn so essen, ob die auch so Gemüse, Abfälle in Anführungszeichen essen oder so Möhrengrün und was nicht alles. Da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, klar. Und jetzt ist es so, ohne dass ich wirklich aktiv danach gefragt habe, dass hier immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zum Beispiel ein Bund Möhrengrün vor der Tür liegt oder ein paar Salatblätter oder also diverses. Oder wenn ich bei Verwandten zu Besuch war, dann bekomme ich, ohne dass ich danach gefragt habe, einen kleinen Beutel mit Salatresten, so wie das jetzt hier zum Beispiel. Das geht natürlich nicht überall bezüglich der Nachbarschaft, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und da jetzt auch nicht so die Nachbarn nicht so gut kennt oder was auch immer. Aber total schön finde. Und auch gestern, als ich nach Hause kam, lag auch wieder ein kleiner Bund Möhrengrün vor der Tür. Das rührt mich dann irgendwie auch, Also das ist so, und die machen es auch gerne. Die freuen sich dann, wenn das eine gute Verwendung hat. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch.